Meine gute alte Sumocube wird dann wohl mal abgelöst nach vielen Jahren. Asetek hat neue Produkte rausgebracht. New All Handles and Colors. Alrighty. Lass uns da mal reingucken, was Asetek denn jetzt Neues auf den Markt schmeißt. Oh, yes. Finally. Oh, schon im Anfangsbild. Ja, wir sind nicht mehr gebunden an die Farben. Oh, schön. Hello guys and girls, I'm Andre, I'm the CEO and founder of Asetek, and today we're going to launch a lot of exciting new stuff. I do apologize that I promised that a lot of this should be ready in Q1. We've been busy selling stuff, we've been busy changing the stuff that we thought was all right, as well as we have found some new vendors to the benefit of you people, meaning that we have been able to lowering prices. So I hope that the extra quarter has been worth the wait. Dankeschön, dass es noch solche Menschen gibt. Let's just jump right into it and look at one of our new and highly anticipated products. A lot of you have asked about them. And that is, I don't know if it's industry first, but at least these are handles now with suede. So same great shape and feel as the normal formula handles. It's hand sewn and glued, so it's a very nice feel and touch. And yes, it will get war paint. It will get worn over time. To me, it looks racy. It's like it is in a real race car. It will never ever keep this feel forever. So if you're not into war paint, then this is not a product for you, but it does have an amazing feel to it. This is how they will look like. You order them and then you get a kit of these. And for those of you who have bought handles loose already, you would know they cost just below $100 normally. But as I said before, we've been able to find some better suppliers. And we actually able to offer these for $99.99, meaning that it'll be the same cost as you'll be used to for just buying the ordinary silicone handles. Ooh, one disclaimer here is that all the prices I mentioned today are ex-VAT. So if you're in Denmark like I am right now, you have to apply 25% on top. If you're in Germany, it's 19% on top. And if in the US, there's nothing on top, but then you pay your local tax instead. So that's why we give the prices without VAT, because we don't know where you are watching from. Another great product, and in my opinion, great for several reasons, is the LMP handles. Ooh, nice. They feel really nice and they are super light. So you will actually take weight out of the wheel. It's a lightweight wheel already to begin with, but now it'll be even lighter. It's important because the lighter the wheel you have, the more response and the more detail you will feel in your steering wheel. I know a lot of people. Schöne Aufnahme, wo jemand neben die Strecke fährt. Alrighty then. Believe that our steering wheel has a polarizing design. Either you like it or you don't like it. And taste is something that's really hard to discuss. But at least for my personal taste, to me, it's a brand new steering wheel. I think it looks really great, and this is how it looks without the handle. So you really get a completely different looking steering wheel. We are not going to talk about the Invicta steering wheel today. That will be. Ja. Ich bin gespannt, ob die auch 99 Euro kosten ohne Steuern. Also die anderen haben ja jetzt 99 Euro gekostet, oder ob die in Silikon ein bisschen günstiger sind. A little bit later this year. But what I can tell you is that if you buy any of these different handles, they will be compatible with the Invicta wheel. So Ooh. It's not like if you upgrade these LMP handles and then you buy an Invicta wheel later, then what? You can actually reuse them. So really great product. Das feiere ich so sehr an der Firma, dass du nicht ständig irgendwelche Sachen neu kaufen musst, sondern du wirklich... Es ist nichts Weltbewegendes, ne? Also wir müssen uns jetzt hier nicht hinsetzen und sagen, wow, krass, neue Griffe, woo, yeah, das hat noch nie jemand gemacht, das stimmt nicht. Also natürlich haben Leute das vorher schon gemacht, aber was ich halt wirklich unfassbar toll finde, ist, dass man das einfach upgraden kann. Du musst hier nicht irgendwas Neues kaufen, irgendwie rumfummeln oder rummehren, sondern du kaufst das, schraubst das ab, schraubst das an und bist fertig. Das finde ich richtig schön. In my opinion,
The price of these is only going to be $69.99, so that's pretty much a 30% price reduction compared to normal when you buy these. And then, as you can already see, I know you guys are sharp, and there'll be all kinds of videos with all sort of details after my releases here. You can see there are different colors that we don't normally offer. That's actually because we are changing the philosophy a little bit on how we sell these steering wheels going forward. If you buy, let's say, this La Prima steering wheel with these handles, it makes no sense that you have to buy this and then you throw the handles away because you want the suede handles or because you want the LMP handles. So what we're going to do going forward is we are going to apply the same logic on our Formula wheels, Formula slash LMP wheels, as we are on the GT wheels. So you buy a button box, and then in this case, you buy whatever rim you would like, and then that's your steering wheel. We are actually going to offer the same now on the Formula wheels. Nine. You buy a button box, and then you pick the handle. Das ist so unfassbar sinnvoll. Danke. Das ist so unglaublich sinnvoll. Und das würden viele Firmen nicht tun. Würden sie nicht. Weil sie nochmal extra Geld von dir wollen. Und das ist einfach spitze. Das ist geil. Das finde ich richtig gut. You want to complete your own steering wheel. As a part of that, we are also going to change the color scheme. The default color scheme of the button boxes, they will be gray and black, so pretty anonymous, and to some also pretty boring. But the solution to that is we have also made a color kit. When you buy this inexpensive color kit, it's $39.99, then you will get blue, red, purple, orange, green, so you... Oh, darf ich euch nochmal ganz kurz das Original zeigen? Moment. Also ich habe wirklich seitdem ich das habe, ne, das ist jetzt ungefähr, ich würde sagen, ein Jahr ist das hier. Jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit dazu hatte, habe ich gesagt, können wir bitte diese Farbe wegmachen? Ich verstehe ja, dass das Orange ist so euer Ding, I get it, aber können wir das bitte, können wir das wegmachen? Ich finde das so geil, dass sie darauf gehört haben, weil das war nicht nur ich, der das gesagt hat, das haben viele Leute gesagt, dass wir das weggemacht haben. Und dass nicht mehr dieses Orange ist, sondern wir jetzt einfach nur ein schlichtes, normales Wheel haben, was du dann customizen kannst. Yes! Geil. Finde ich gut. Das zeigt halt, dass die Firma auch wirklich auf die Leute hört, beziehungsweise Feedback annimmt von Menschen, die ihre Produkte kaufen. Das finde ich super gut. You can pretty much customize it as you want. There will be these different handle inserts, red, black, and orange. I think the orange one should be familiar to you because that's how we've been selling it for years now. But now you can actually put a red one in, like this La Prima steering wheel, or you can put a black one out and in and blacken it all out. And on top of that, there will also be stickers, inserts for the paddle. You can see in this one, there's a red one on the paddle instead of the orange. Cool. So, die werden also dann doch noch eine Orange. Ja gut, ergibt ja Sinn, weil sonst müssten sie ja was wegfeuern. To a big extent, everything has become much easier, cheaper for the initial investment because you only buy what you need and then afterwards you can customize it pretty much as you want. Oh, da liegt noch was auf dem Tisch, was mich interessiert. These are all features that makes absolutely no sense in terms of lap time. But that's probably the main difference here between sim racing and real racing, that in a real race car, you wear your helmet and you look ahead, whereas in sim racing, it has to look good when you want to impress the girlfriend or your mom-in-law, of course. Natürlich, ich möchte eigentlich immer nur Vogti davon überzeugen, dass ich ein geiler Stecher bin. So enough about that. As always, you can ask questions on all our different channels if you want to know more about it. As I originally envisioned, I wanted to do the most universal and versatile quick release on the market.
Granted, it's not the cheapest because there is a lot of CNC manufacturing in it. But as of today, I really do believe that now our quick release system is starting to make sense for real and become alive. If you forget pretty much everything you know already about our quick release and just follow me here. The first product we have here is for third-party wheelbases. So this means that you buy this adapter. It will fit, obviously, our steering wheel, and then you just use the standard mounting holes, plug in the USB, and then you can use our steering wheel on pretty much any wheelbase you want to. Andersrum habt ihr das auch schon gemacht? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen, dass sie das auch andersrum schon gemacht haben. Ha! Stell dir mal vor! Stell dir mal vor! Weil dir das halt auch einfach egal ist, ob die Leute deine Wheelbase kaufen oder nicht. Weil du einfach eine coole Firma bist. Überleg, jetzt mal wirklich ohne Flachs ganz kurz. Vielleicht wisst ihr, kennt ihr eine Firma, die so aufgeschlossen ist. Wenn ich mir mal überlege, es gibt ja so ein, zwei andere, die ein Ökosystem haben, da würdest du nie im Leben so einen Adapter kriegen. Den musst du dir, Third Party, musst du dir so einen Adapter besorgen, um quasi dieses Wheel zu benutzen. Hier kannst du dir das von Haus aus kaufen. Lull. Du hast ja, oh, da fällt mir gerade ein, warte mal kurz, warte mal. Das kannst du ja theoretisch an eine Wheelbase randengeln. Dann kannst du dir die andere Seite vom QR holen. Und dann kannst du quasi den QR, das könnte ich mir sogar an meine Simocube ranbauen. Oh, okay. The next quick release in das the family ich halt wirklich noch nicht. Is this one. Very similar to what you know already, though. It's the La Prima version of the Invicta adapter. What's really different is we've taken the electronics out. And because we've taken the electronics out, you obviously don't have support for, let's say, onboard USB, but it's a mechanical device. And because it's a mechanical device, normally it would cost $139.99, and now it's $99.99. So it's actually $40 cheaper to buy this than to buy our current Invicta package. We, of course, still have the Invicta version of the quick release. So just to sum up, the Invicta quick release is for our wheelbases, but with a third-party wheel. We have taken out the two tube extensions. Yes! Oh, sag mir bitte, dass ihr den Preis gesenkt habt. Yes! Das habe ich auch schon dreimal angemerkt. Huhu! Bitte! We have listened because a lot of you... Nochmal, das wurde nicht wegen mir geändert. Ich freue mich nur, weil ich das als Feedback durchgegeben habe, als ich mit Asitec gesprochen habe. Darüber freue ich mich, okay? Nicht, dass jetzt irgendwer wieder denkt... You thought it was waste of money. So now this will become the standard length. And if you want something else, you can buy the extension tube as a separate kit yes. or a separate piece. For example, this one, just in the length that you want. And this baby is now $119.99. 40 Euro weniger. Haha, wir nähern uns. Instead of $139.99. So a $20 savings by removing these tubes. And then, finally, probably one of the most sought after products that we have. And that is actually an extension for our own customers. And what I mean by our own customers is, I mean an Asetek wheelbase as well as an Asetek steering wheel. So there's been a big request that some people believe, and some cases they're right, obviously, that when you have the steering wheel here and you put your monitor here, there's no room, and then this big paddle will actually flip your monitor into a ceiling and break down lamps and everything. And wie sehr wollen Sie übertreiben? Mich würde das nicht wundern, wenn irgendjemand wirklich als höfliches Feedback das geschrieben hat und hinterher noch ein Kappa, einfach nur, weil wollte, dass derjenige vom Support lacht. Solche Menschen gibt's. That's not what you want in the middle of a race, of course. So, you plug this in. And for those of you who saw my last video back in Q3, instead of the paddle, we had an Allen key solution or a screw, and then you had an Allen key to remove it. But, you know, that's actually the reason for the delay. We thought it was not up to
to par in, on Asetek SimSport standards. It was a little bit clumsy. But we also did not want to make this big paddle so that once again you can knock your monitor out of the way. So we designed this small paddle here. It does require big muscles like me to actually be able to do it. Ob das bei seinem Finger wehgetan hat, das frage ich mich schon, seitdem ich das jetzt das vierte Mal sehe. Das hat, glaube ich, ordentlich gezundert, wenn der Nagel so dunkel ist. But it's not necessary to remove this all the time. So you click it in, and then you click in your steering wheel. And then you have the extension on an all Asetek solution. We don't have the prices on this extension yet, simply because it's not in manufacturing yet. We are getting there as we speak. It's not going to be super inexpensive, simply because there's so much CNC manufacturing in both parts. At the end of the day, it's a one-time investment. When you have it, you can click it on, you can click it off, you can use it on one wheel, the other wheel. So to sum all of this up, granted, it can be a little bit confusing, but just to sum it up, we now have four quick releases that can all be extended, but four fundamental different ones. The Invicta with onboard USB, pretty much same product, no electronics, that's the La Prima version. Then we have the third-party wheel-based solution, Asetek steering wheel, different wheelbase. And then we have the Asetek SimSports QR extension, which is really for our own ecosystem, extending the steering wheel 160 millimeter apart from the wheelbase. And then I think finally on my list is the our front mount solution for podium mounts. So if you have a rig today already supporting a podium product, then with this little baby, you can take the front off, you mount this, put the front back on, and then all of a sudden the Asetek wheelbase will fit right into your podium mount. I think with these words, this is what I had on the menu for you today. War ja auch nicht viel oder so. We are going to come soon and launch these products on our website so you can actually go and buy them. And yes, we have not forgotten the Invicta steering wheel. It is coming. And for those of you who are into detail, you will actually see an Invicta wheel somewhere here. If you want to be the first to know about these news, you should subscribe to our YouTube. Hat er gerade gesagt, somewhere here? You will actually see an Invicta wheel somewhere here. You cheeky bugger. Aber das ist unscharf. Was soll denn das da oben? Ich musste gerade kurz überlegen, ob er alle Wheels angefasst hat. Weil zwei sind umgedreht. Da oben wird es wahrscheinlich sein. Ich, ganz ehrlich, auch wenn ich es nicht, also wirklich, auch wenn ich das nicht fahre aktuell, weil mir einfach, ich sag's immer wieder, ne, mir ist einfach persönlich der Quick Release für die Menge an Lenkrädern, die ich habe, einfach zu teuer. Es ist mir einfach noch ein bisschen zu viel. Aber mittlerweile, also dadurch, dass sie jetzt die Preise wieder angepasst haben, die Preise, Entschuldigung für das Poppen, dadurch, dass sie jetzt die Preise angepasst haben, wird es halt wirklich sympathisch. Also es wird wirklich sympathischer. Und ich finde das so schön, dass da so viele Dinge dabei sind. Ich habe mit Kasper gesprochen, der ist gehört zu Asetek mit dazu. Der macht dort, hat da den Kontakt zu Influencer, macht auch das Marketing und wir unterhalten uns auf den Messen immer, wenn wir uns sehen. Und ich finde das so schön, auch wenn das lange dauert, ne? Mal hin oder her, dass sie jetzt nicht in Q1 gekommen sind, sondern jetzt müsste ja Q3 sein, ne, dass sie damit rauskommen. Aber ich finde das so klasse, dass sie beispielsweise die Farben hier runtergenommen haben, weil das war für ganz viele Leute immer ein Kritikpunkt, dass sie nicht gerne schwarz-orange haben wollen, sondern ihre eigenen Farben haben möchten. Dass sie jetzt zu dem Ding hingegangen sind, du musst dieses Kit hier nicht kaufen für 30 Euro, du kannst doch einfach point blank die Dinger schwarz haben, was ich total geil finde, dass das so ist. Dass sie am Quick Release gearbeitet haben, dass dort jetzt einer ist ohne die Elektronik drin, einer mit Elektronik, dass die ganzen Schaftverlängerungen rausgelassen werden, weil das halt unnötiges Material ist für viele Leute, dass sie eine Extension bauen, dass das alles offen ist für jede Wheelbase.
und nicht beschränkt auf, ey, du kaufst jetzt unser Wheel und wir wollen, dass du in unserem Ökosystem bist, wir zwingen dich jetzt dazu. Die zwingen dich halt zu gar nichts. Und das ist so schön und so geil zu sehen, das ist echt fantastisch. Ist auch immer noch, sage ich, wie es ist, ist auch immer noch eine der stärksten Wheelbases. Also ich habe ja hier hinten dran, ist ja eine Invicta. Und ich fahre die wirklich nur nicht wegen dem Quick Release. Nur deswegen fahre ich die nicht. Sonst würde ich auch die Azitec mittlerweile würde ich fahren, weil die Software wird immer besser. Also du kannst mittlerweile mit den ganzen LEDs so viel Unfug machen. Auch in der Software selber drin, wie man vorhin in dem Video schon gesehen hat, dass man jetzt auch Reflights drin hat in den LED-Spiegeln. Und das ist einfach nur fantastisch zu sehen, was sie mittlerweile gemacht haben. If you want to be the first to know about these news, you should subscribe to our YouTube and our other social media channels, because instead of waiting for real reviews, that's always going to be a while after, because what I have here in front of me are samples. When we send something for reviews, it's final production quality. So therefore, the reviews will always be after my launches. So if you want to be the first to know what's going on, first opportunity to order some of the new stuff that oftentimes are going to be limited, you should subscribe to our channels. And of course, if you have questions to any of this, just hit it in the commentary and we will get back to you. I cannot promise it will be me answering, but at the end of the day, I'm just selling this stuff. It's my great team who's actually producing it, and they will get back to you. Es ist auch immer noch einer der besten CEOs im Simracing. Ich sag's euch, wie es ist. Dieser Mann, der da sitzt, ist einfach ein gigantischer CEO. Talk to you next time. Cheers. Cheers. Okay, das hat mich wirklich abgeholt. Das sind wirklich fantastische Änderungen und da freue ich mich drüber. Dann wird's wahrscheinlich doch wohl bald der Wechsel werden und meine gute alte Simocube wird dann wohl mal abgelöst nach vielen Jahren.